Hallo, wir sind Magdalena und Katrin und wir nehmen euch heute mit bei unserer Arbeit als Sozialarbeiterin. Wir arbeiten in den Pflegeeinrichtungen der Alexianer in Köln. Unsere Arbeit ist spannend, vielfältig und ganz gut zu erreichen. Zu den Alexianern in Köln gehört ein Fachkrankenhaus für Psychiatrie, Wohngruppen für suchterkrankte Menschen, Werkstätten für psychisch erkrankte Menschen und Pflegeeinrichtungen für Menschen ab 18 Jahren. Auch die in Köln bekannte Klostergärtnerei gehört mit dazu. Ich selbst habe als Studentin der sozialen Arbeit mein Praxissemester genau hier absolviert. Das hat mir so gut gefallen, dass ich auch nach meinem Studium hier arbeiten wollte. Heute habe ich sehr vielseitige Aufgaben. Unsere Kolleginnen und wir erzählen euch gerne davon. Viele denken, dass in Pflegeeinrichtungen nur betagte Menschen leben. Aber hier bei den Alexianern gibt es auch Pflegeeinrichtungen für Menschen ab 18 Jahren. Hier wohnen vor allem Menschen, die eine Hirnschädigung haben. Das heißt, sie hatten einen schweren Verkehrsunfall, einen Schlaganfall oder eine Erkrankung wie Multiple Sklerose. Aufgrund ihrer Einschränkungen können sie aktuell nicht selbstständig leben und benötigen in ihrem Alltag Unterstützung. Meine Kollegen und ich aus dem Sozialdienstteam beraten und begleiten die Bewohner von der Aufnahme an. Wie genau das abläuft, erfahrt ihr noch später. In Zusammenarbeit mit den Betreuungsassistenten planen und koordinieren wir die Einzel- und Gruppenangebote, die auf dem Wohnbereich stattfinden. Die Betreuungsassistenten führen diese Angebote dann mit den Bewohnern durch. Das kann zum Beispiel eine Kochgruppe sein oder ein Ausflug, das können ein Wohnbereichschor oder andere kreative Angebote sein. Insgesamt haben wir in den Pflegeeinrichtungen 20 Ehrenamtler, die hier tätig sind. Wir vom Sozialdienst akquirieren sie, leiten sie an und setzen sie bei Angeboten ein. In den Pflegeeinrichtungen gibt es außerdem Bewohnerbeiräte. Vom Sozialdienst unterstützen wir die Beiräte, damit eine Teilhabe und ein Mitwirken von den Bewohnern möglich gemacht werden kann. Wichtig für uns im Sozialdienst ist die Zusammenarbeit in einem multiprofessionellen Team, das heißt die Zusammenarbeit mit anderen Berufsgruppen. Auf der Wohngruppe Rita sind das neben den Pflegekräften und uns vom Sozialdienst noch Ergotherapeuten, die auch fest mit im Team arbeiten. Um unsere Bewohner bestmöglich zu fördern, unterstützen wir sie dabei, dass sie eine Tätigkeit in einer Werkstatt für Menschen mit Hirnschädigungen anfangen können. Dort ist die Zusammenarbeit besonders eng mit dem Sozialdienst, wo wir uns auch regelmäßig austauschen. Wir stehen jetzt im Garten von unserer Pflegeeinrichtung Haus Raphael. Haus Raphael ist eine Hausgemeinschaft für demenziell erkrankte Menschen. Hier leben jeweils 8 Bewohner in einer Wohngemeinschaft zusammen. Die ist sehr familiär gestaltet. Das Besondere an Haus Raphael ist unsere Hausunordnung. Das ist in Ordnung für uns, wenn Bewohner beispielsweise ihr Zimmer nicht wiederfinden und in einem anderen Zimmer sich ausruhen. Wenn Bewohner Gegenstände umhertragen und sie auch an verschiedenen Orten hinterlegen oder auch die Kleidung von anderen Bewohnern anziehen. Wir tolerieren das hier im Haus und greifen aber auch behutsam ein, wenn beispielsweise ein Bewohner jetzt nicht wetterentsprechend gekleidet ist. Zu meinen Aufgaben, Haus Raphael, gehört jetzt explizit der Kontakt zu Angehörigen. Ich führe viele Beratungsgespräche mit Ehepartnern und Kindern von den Bewohnern. Denn gerade von den Angehörigen von Demenzerkrankten ist es halt schwierig, mit der Veränderung, mit der Situation umzugehen. Und ich versuche da halt zu begleiten und zu unterstützen. Wie eingangs schon erwähnt, haben die Sozialarbeiter in unseren Einrichtungen und Wohnbereichen ja hauptsächlich administrative Aufgaben. Vielleicht habt ihr in dem Bereich auch schon Erfahrungen gemacht, im Studium oder in anderen Praktika. Für die meisten Leute ist der Einzug in eine Pflegeeinrichtung ein einschneidendes Erlebnis, bei dem wir unterstützen und beraten. Beispielsweise stellen wir Kontakt zu überregionalen und regionalen Kostenträgern her. Das kann die Stadt Köln oder der LVR sein. Und hier wäre das SGB XII die Grundlage zur Heimfinanzierung. Den Bewohnern stehen Leistungen aus der Kranken- und Pflegeversicherung zu. Hier können wir helfend beraten. Darüber hinaus beraten wir auch über Schwerbehindertenrechte. Hier helfen wir zum Beispiel bei der Beantragung eines Schwerbehindertenausweises oder auch beim Betreuungsrecht. Da sind natürlich die Themen Vollmacht und amtliche Betreuung sehr wichtig und eine Patientenverfügung wird auch immer mal wieder besprochen. Generell haben ja vor allem auch junge Leute hier in der Jungpflege den Wunsch auf Teilhabe am Arbeitsleben. Den unterstützen wir auch, indem wir bei den Anträgen helfen oder eben auch die Bewohner direkt vermitteln an zum Beispiel unsere Werkstatt der Alexianer. Ja, vielleicht habt ihr in eurem Praktikum ja hier und da auch schon Erfahrungen sammeln können. Hier habt ihr auf jeden Fall die Möglichkeit, eure Kenntnisse zu erweitern und zu vertiefen und neue Erfahrungen zu sammeln. Bewirb dich bei den Alexianern Köln für ein Praktikum oder gleich für dein Praxissemester. Das kannst du unter dieser Adresse tun und sd.hm steht übrigens für Sozialdienst Haus Monika. Wir freuen uns auf dich!